Der Liga-Neuling aus Jennersdorf im Südburgenland steht mit Platz 6 in der Tabelle deutlich besser da als die BBU Salzburg. Doch die großenteils tollen Leistungen der Salzburger machen Mut auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Für den Tabellenelften heißt es vor allem die beiden Topscorer Christoph Astl, heute mit einer Maske unterwegs, und Matthias Klebeists zu stoppen. Die Gäste treten in Schwarz auf und die Salzburger tragen klassisch die orangen Jerseys, die dann auch den deutlich besseren Start haben. Nach dem Gewinn des Balls durch Lorenz Rattay schreibt Guillermo Sanchez gleich mit einem 3-Punkte-Wurf an. Und auch die Defensive ist gleich präsent. Den Stil von Jimenez kann erneut Sanchez zum 5:0 verwerten. Bei den Gästen muss dann nach wenigen Minuten der zuvor erwähnte Klebeists das Feld mit einer Verletzung verlassen. Salzburg defensiv wirklich stark zum Beginn, doch außer Sanchez fehlt noch die Wurfgenauigkeit bei der BBU. Die Südburgenländer nehmen dann früh ihr erstes Timeout und das zahlt sich aus. Der Lauf der Salzburger ist vorbei und die Blackbirds werden stärker und stärker. Jennersdorf jetzt mit einer starken Offensive und Salzburg sucht weiterhin die Genauigkeit beim Wurf. Die Gäste ziehen bis zur Viertelpause trotz der tollen Unterstützung der Fans der Mozartstädter auf 21:11 davon. Im zweiten Viertel findet man dann wieder besser ins Spiel und überzeugt mit einer sehr jungen Aufstellung. Das Team um Haas, Vasic, Joch, Reichle und Tepic hat zwischendurch sogar einen Altersdurchschnitt von unter 20 Jahren. Head Coach Aaron Mitchell gibt den jungen Spielern eine Menge an Vertrauen und die zahlen es oftmals auch zurück. Sowohl Defensive als auch Offensive jetzt wieder ganz klar auf Augenhöhe mit den Gästen und so kann man bis zur Halbzeitsirene den Rückstand auf 26:32 verkürzen. Der Start in Hälfte 2 ist sehr ähnlich jenem der ersten. Salzburg wieder sehr engagiert und mit großem Willen. Und auch die Defensive ist top und man kommt wieder bis auf einen Punkt heran. Doch danach sind wieder die Blackbirds stärker und nutzen die Fehler der Salzburger eiskalt aus. Das Game geht jetzt ständig hin und her und vor allem die Defensiven überragen. Salzburg läuft immer wieder den knapp 10 Punkten Rückstand aus dem zweiten Viertel hinterher. Die Blackbirds gewinnen immer wieder wichtige zweite Bälle, meist in Person von Christoph Astl. Die Salzburger kämpfen und kämpfen auch im letzten Viertel weiterhin um den Sieg und sind immer nur wenige Punkte hinterher. Jedoch immer wenn Salzburg näher kommt, machen die Blackbirds wichtige Punkte oder den Hausherren unterlaufen Fehlern. Schlussendlich kommt die BBU nicht mehr ganz heran und geht erneut als Verlierer vom Feld. Auch dieses Mal wieder extrem knapp und unglücklich mit 51:59. Ich bin es schon gewohnt, muss ich sagen, die Saison. Wir haben einige knappe Spiele gehabt schon, die leider immer negativ für uns geendet haben. Ja, es ist schon schwierig für die ganze Mannschaft, für den Coach, fürs Management rundherum, dass wir irgendwie dann, wenn es nötig ist, einfach nicht konstant punkten können und so einen Sieg auch holen, die Nerven zeigen. Es gibt viele Faktoren, aber wenn man es auf den Punkt bringt, wir machen einfach viel zu viele dumme Fehler, Eigenfehler. Es sind jetzt oft nicht die Gegner besser. Sondern wir einfach, die uns das Leben dann selbst schwer machen. Und ansonsten hätten wir, glaube ich, schon mal ein paar mehr Siege, aber was wäre, wenn hilft halt im Sport nichts. Ja? Hart, ganz ehrlich, ganz hart. Also die erste richtig lange Auswärtsfahrt. Und wie man sieht, Low-Score-Game 51:59, das heißt schon einiges. Also beide Seiten sehr gute Defense, sehr hart, haben hart spielen lassen, aber sehr happy, dass wir jetzt gewonnen haben. Es passiert uns leider auch immer wieder zum Teil, dass man vermeintlich, ich meine, es schaut von außen nicht immer leichter aus, vermeintlich sichere Punkte liegen lassen. Einfache Layups, ja, damit kämpfen wir auch sehr. Ja, ist sicher eine mentale Geschichte einfach. Wir können, tanzen es ja technisch.
Aber muss ich dazu sagen, die Blackbirds haben halt schon stark verteidigt, haben das gut gemacht, haben uns gut auf uns eingestellt. Also wir haben uns in der Offensive einfach generell schwer dran. Es geht. Also vor allem zu Hause bin ich mit der Leistung gar nicht zufrieden. Wir haben einige Spiele verloren, die wir nicht verlieren hätten sollen. Und aber im Großen und Ganzen ganz okay, aber man hätte es besser vorgestellt eigentlich. Ja, wir hätten heute, wäre schon so ein Gegner gewesen, in vollem Zuhause, den man schlagen hätte sollen, um wirklich jetzt 2 Punkte zu kriegen. Villach wird jetzt sicher verdammt schwer auswärts. Ja. Die sind zwar noch nicht so richtig in die Gänge gekommen, aber sind ein starkes Team. Dann Klagenfurt zu Hause sollte auch wieder möglich sein. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben gegen Mistelbach auf Augenhöhe gespielt. Wir haben gegen viele Teams lange immer auf Augenhöhe gespielt. Es waren dann oft nur 3-4 Minuten, die es entschieden haben. Ich weiß, dass die Mannschaft was kann. Sie muss es nur einfach konstant abrufen lernen.